Über die Frau, die unter dem Namen Sidewinder bekannt ist, weiß man nur wenig, nicht einmal ihren wirklichen Namen. Es wird gemunkelt, dass sie in ein experimentelles Trainingsprogramm involviert war, um eine der Elitewachen des Bündnisses zu werden und die persönliche Sicherheit von Präsident Demos Medici zu gewährleisten. Wenn das wahr ist, weiß keiner, warum sie jetzt für die Schattenrebellen kämpft oder wie es dazu kam. Einem anderen Gerücht zufolge kommt sie aus einem Lager des Bündnisses in Magadan. Wo auch immer sie herkommt, sie hat mehr Gegner erledigt als alle anderen Piloten der Schattenrebellen. Sidewinder steuert einen extrem verbesserten Aasgeier-Helikopter und hat 4 beeindruckende und einzigartige Fähigkeiten. Dank ihrer Fähigkeit Fluchtmanöver kann sie kniffligen Situationen entkommen, indem sie sich unangreifbar macht. Ihre beiden anderen Fähigkeiten ermöglichen es ihr, Raketen abzugeben, auch bekannt als Durchschlagsraketen gegen Bodenziele und Starstreak-Raketen gegen Lufteinheiten. Die letzte Fähigkeit von Sidewinder, Säureraketensalve, feuert eine Rakete ab, die allen Einheiten in der Nähe Schaden über einen bestimmten Zeitraum zufügt. In ihrem aufgewerteten Aasgeier zeichnet sich Sidewinder gegen leichte Gefährte und Infanterie aus. Ihre erhebliche Schadenswirkung macht sie ideal, um das Schlachtfeld nach verwundbaren, feindlichen Kompanien abzusuchen. Danke fürs Zuschauen. Klickt auf Mag ich und schaut euch auf www.youtube.com/endofnations.de weitere Videos an.